Die Stadt und der Freundeskreis von Burg und Stadt Münzenberg eröffneten die diesjährige Gedenkveranstaltung zur Kristallnacht im Kulturzentrum Alte Synagoge mit einem ergreifenden Statement. Ich möchte Ihnen von meiner Familie erzählen. Ricardo L. Laubinger, Vorsitzender der Sinti-Union Hessen e. V. ließ sich zu Beginn der Veranstaltung von seinem Buch, and the cold wind blows icily, inspirieren. Mit diesem literarischen Werk beleuchtet Laubinger die historische seiner Familie in Deutschland, verbindet die Vergangenheit mit der Gegenwart und bietet eine persönliche Perspektive auf die Bedeutung der Kristallnacht.